Vier vom Land Salzburg ausgezeichnete Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre grafischen Werke in einer neuen Ausstellung im Trackelhaus Salzburg. Zu sehen sind die verschiedensten klassischen Techniken der Druckgrafik, von Holzschnitt über Radierung bis hin zur Lithografie. Die Künstlerin Eva Möseneder ist Trägerin des diesjährigen Slawi-Suček-Preises des Landes. Sie zeigt einen Querschnitt durch ihr Schaffen und begeistert mit viel Ironie und Scharfsinn, vor allem mit ihren raffinierten, technisch perfekten Tiefdrucken. Bei den Arbeiten der Künstlerin Brigitte Nabrodnik geht es bei der Druckgrafik nicht so sehr um die Vervielfältigung, sondern um das Mitgefühl und die Geschichte dahinter. Also ich bin eine Geschichtenerzählerin und wenn es einen inhaltlichen konstanten Kern gibt und dieser inhaltlich konstante Kern bleibt sozusagen erhalten und dann arbeite ich meistens mit irgendeiner anderen Technik hinein oder so wie bei der Arbeit hier, ich nähe das zusammen und dadurch entsteht eine Geschichte. Künstler Frank Furtschecker präsentiert Siebdrucke und die Folien dafür, Collagen aus Vorlagen sowie Unikatdrucke. Aufeinander reagierende Papierarbeiten und Leinwände präsentiert Christian Schwarzwald. Er arbeitet mit dem Raum. Er zeigt eine in der grafischen Werkstatt im Trackelhaus entstandene Serie von Lithografien und dazu großformatige Monotypien. Die Ausstellung der vier Künstlerinnen und Künstler ist noch bis 19. November im Trackelhaus Salzburg zu sehen.